Dieses Video verbreitet sich rasant auf Twitter. TV-Meteorologin Leslie Lopez bekommt mitten in einer Live-Sendung niedlichen Besuch am Homeoffice-Set. Ihr 9 Monate alter Sohn Nolan klammert sich an das Bein seiner Mutter. Die Moderatorin reagiert mit Humor und nimmt ihren Kleinen auf den Arm. Der Clip wird innerhalb weniger Stunden mehr als 1,2 Millionen Mal aufgerufen. In einem Tweet kommentiert Lopez den Vorfall. Mr. Friday hat heute Morgen einen Überraschungsauftritt hingelegt. News-Moderatorin Brandy Hitt lobt die Reaktion ihrer Kollegin auf Twitter. Wow, was für eine unglaubliche Reaktion auf diese viel zu reale Situation, mit der sich viele von uns konfrontiert sehen. Von zu Hause aus zu arbeiten und für unsere Familien da zu sein. Danke, Leslie Lopez, dass du uns zum Lächeln bringst. Du bist der Hammer. Auch andere Twitter-Nutzer zeigen sich begeistert von Nolans Ausflug ins Rampenlicht und der Reaktion seiner Mutter. Das ist großartiges Fernsehen. Es wird Zeit, das Baby grün anzuziehen. Ich liebe es, eine großartige Moderatorin und Mutter. Immer wieder sorgen kurze Unterbrechungen durch Kinder in Live-Schalten und Videocalls seit Beginn der Coronavirus-Pandemie für Schlagzeilen. Das lustige Video zeigt, wer seine Familie und den Job im Homeoffice unter einen Hut bringen will, muss manchmal das Rampenlicht teilen. Zumindest als TV-Meteorologin.